Herzlich willkommen Leute zu Let's Play Dragon Ball Advance Adventure Teil 3. Im letzten Part haben wir Muten Roshi getroffen und er hat uns das Kamehameha beigebracht und plus uns ein Training angeboten, was wir auf jeden Fall demnächst wahrnehmen werden. Doch vorher müssen wir unser erstes Ziel erledigen und zwar die Dragon Balls finden. Und ja, unser nächstes Ziel ist Pilaf Schloss. Let's go Leute! Auf der Suche nach dem letzten Dragon Ball gelangten Goku und die anderen zu Pilaf Schloss. Oh weh, die so mühsam gesammelten Dragon Balls wurden ihnen vom Pilau gestohlen. Oh nein, man hat uns unsere Dragon Balls gestohlen. Hahaha, es hat mich noch nicht mal die kleinste Mühe gekostet. Nun gehören die Dragon Balls mir. Endlich werde ich über die Welt herrschen. Los Goku, unternimm was. Schon gut, die haben wir bald wieder. Oh oh, okay Leute. Son Goku ist jetzt sauer. Das bedeutet, all die Gegner, die sich jetzt mit Son Goku anlegen wollen, sollten sich auf etwas gefasst machen. Denn wenn Son Goku sauer ist, ne, dann ist es vorbei. Denn erstens, dieser Kerl ist ein richtig starker Kerl. Plus kampfbegabt und plus ein sehr, sehr nettes und liebes Wesen hat dieser Kerl. Und wenn so einer mal durchdreht, Leute, ja, dann ist Feierabend. Weil wenn so einer schlägt, dann schlägt er richtig. So. Oh nee, ey, schon wieder die Waffen. Ich kann ja die Kugel mit meinem Stab abprellen oder abwehren. Aber das verplane ich sehr gerne, des Öfteren. Und immer wenn ich dann die Kugeln abwehre, bekommt der Gegner, beziehungsweise derjenige, der sie abgefeuert hat, zurück. Ja, das sind hier diese Roboter. Und mittlerweile gibt es Cyborgs. Androids. Ey, verdammt, da sind Wölfe und da ist auch einer mit seiner Waffe schon wieder. Ey, hör doch auf, das kann's doch nicht gewesen sein. Ich kann mich doch nicht jetzt die ganze Zeit von deinen Kugeln besiegen lassen. Hey, da ist ein... Hey, geil, habt ihr das gesehen? Geil, oder? Hey, warte mal, was ist... Kann ich das wirklich so machen? Ja, ich kann nicht mehr höher. Nee, höher geht's nicht. Weil das wäre ja heftig. Diesen Move kannte ich noch gar nicht. Das ist ja heavy. Hä, ist ja richtig geil. Oh, verdammt, eine Kamera. Und so ein Roboter wieder. Ja, im Anime gibt es ja auch so einen Typen, der ist von der Größe her klein und er wünscht sich wieder groß, er wünscht sich groß zu werden. Und sein Partner schnappt sich irgendwann aus so einen Roboter, geht in diesen Roboter rein. Und steuert ihn und kämpft gegen mit ihm gegen Son Goku. Das ist so heavy. Davon gibt es auch einen Film, soweit ich weiß. Nur die Story ist da wenig anders. Son Goku hat sich da mit einem Cyborg anbefreundet. Achti hat er ihn immer genannt. Und Achti wurde dann halt von diesem Typen, der sich in einen Roboter reingetan hat, besiegt. Und daraufhin ist Son Goku extrem durchgedreht und hat so ein krasses Kamehameha eingesetzt. Das glaubt ihr gar nicht. Und damals war er noch ein Kind, so wie jetzt. Er hat noch keine Ahnung, was ein Saiyajin ist. Hey, geil, noch ein One-Up. Sehr gut. Hey, cool, das gefällt mir. Das ist gut für die Zukunft, oder beziehungsweise für die zukünftigen Parts. Denn wir werden noch auf richtig starke Gegner treffen, Leute. Oh, verdammt, ey. Der eine kommt mit dem Messer, der eine mit seiner Waffe, der eine mit seiner Flasche. Ja, toll, da bringt der Apfel auch nichts. Aber, ja, cool. Nochmal ein Apfel, sehr schön. Verdammt, ich wollte was ausprobieren. Geil, dass der Stab sich strecken kann. Weil damit kann ich auch von einer gewissen Distanz aus die Gegner attackieren. Oh Mann, jetzt kommen auch noch die Wölfe. Als ob Yamchu hier irgendwo seine Wolfstechnik gelernt hat. So, die kann man auf jeden Fall kaputt machen, die haben wir auch vorhin gesehen. Und ja, nicht, dass ihr euch wundert, warum solche Steine da sind. Manchmal ist es gut, dass da solche Steine sind. So, jetzt schießt er schon wieder, ne? Gibt er einen Apfel? Ne, er gibt keinen Apfel. So, von ihm vielleicht? Ja, sehr schön. Oh ne, ey, diese Flaschen nerven so heftig. Gibt es hier noch Gegner? Okay, dann müssen wir wohl diesen Roboter bekämpfen. Springt er hoch, dann kann ich ihn angreifen.
So, wir können jetzt wieder weitergehen. Boah, nee, ey. Boah. Krass. Oh, ich würde so gerne meine Kraftpunkte irgendwie recovern, weil Son Goku ist jetzt nicht gerade in der besten Form, sage ich mal. Mann, ey, wieso nervt ihr denn immer? So viele auf einen. Die kämpfen ja auch nicht mal wie Männer. Yeah, geil, ein Burger. Oh, nee, ey. Kann ich die Flasche nicht abwehren? Aber vielleicht kann ich einfach an ihr vorbeilaufen, wenn ich schnell laufe. Ich habe ihn auch noch getroffen von oben. Nice one. So, hier werden wir bestimmt wieder von vielen Gegnern attackiert. Oh, verdammte Flasche. Okay. Ne, hier geht es irgendwie nicht weiter. Dann, oh, verdammt, jetzt müssen wir aufpassen. Okay, vor dem müssen wir aufpassen, Leute, weil die können wir ja nicht angreifen. Die können uns nur wegschieben die ganze Zeit, beziehungsweise wegrollen. Sehr schön, da ist ein Burger versteckt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, das Ding ist, ich muss immer aufpassen, wenn die springen, weil dann treffen sie mich meistens. Am besten sollte ich dann weggehen. Sehr schön. Ja, sehr gut. Das Ding ist, die Kugeln kann man auch mit den Fäusten bekämpfen. So ist es nicht. Es gibt auf jeden Fall zwei Möglichkeiten. Entweder machst du das mit dem Stab oder mit den Fäusten. Du musst einfach nur zum richtigen Zeitpunkt treffen. Oh, geil. Was gibt es hier? Nein, nein, ich will da rein, ich will da rein. Was war das denn, ey? Ich habe keine Lust, jetzt angegriffen zu werden. Ich will gerne vorankommen. Ey, zielt der gerade mit der Waffe auf mich, oder wie? Boah, er kam gerade mit der Flasche an. Es wäre sehr erfreulich, wenn wir wieder mal irgendwie Äpfel oder so bekommen. Oh, verdammt, ey. Ja, sehr schön. Ja, zwei Äpfel, sehr gut. Okay, dass sie mich mit einem Messer angreifen, ist mir lieber, als wenn sie mich abknallen wollen. Boah. Nee, ey, das war so schlecht. Ich habe mich so schlecht treffen lassen. Oh, was ist das denn? Hey, cool. Warte mal, bedeutet das, dass ich jetzt die ganze Zeit eine gewisse Attacke... Hey, cool, die können mir nichts mehr antun. Geil. Sehr schön. Nice, dann kann ich sie ohne Probleme angreifen. Das Ding ist, wo muss ich hin? Das ist ja aber ein richtig langes Level, ey. Immer ordentlich auf sie zulaufen. Sehr, sehr schön. Nice, jetzt können wir mehrere Kamehamehas machen. Aber das war nicht so stark, ehrlich gesagt. Ja, endlich wieder ein Apfel. Das Ding ist, sobald ich weniger als gelb habe, also auf die Kraftpunkte bezogen, wenn der Balken nicht mehr gelb ist, sondern rot, und wenn das nicht mehr aufgefüllt ist, dann mache ich mir ein wenig Sorgen. Besonders jetzt, da ich den Endboss noch nicht getroffen habe und ich hier...
und ich hier die ganze Zeit gegen die Minigegner hier kämpfe. Was auch sehr mühsam ist, aber es macht Spaß. Aber irgendwann will ich schon den Gegner endlich treffen. Boah. Verdammt, überall solche... Nein, ey, das kannst du mir doch nicht antun. Ey, hör auf. Nein, was war das denn? Ich bin so weit gekommen. Oh, nee, ey. Muss ich jetzt wieder... Nee, oh, schön. Ich dachte, ich muss jetzt wieder von vorne anfangen. Das wäre heftig. Schade, dass ich hier verloren habe. Aber das Ding ist, das war eben auch nicht mal einfach. Ey, wieso lasse ich mich jetzt schon treffen? Schade, ein Up ist weg. Und das noch im dritten Teil. Ey, wo kommt der denn her? Wo kommt denn die Kugel her? Da kam also die Kugel her von diesem Typen. Okay. So. Gut, sehr gut. Zum richtigen Moment gesprungen. Hey, geil. Oh, sehr schön. Wir haben den Up wiederbekommen. Dann ist es... Vielleicht ist es sogar besser so, dass ich ihn verloren habe, weil ich ja nicht mehr so viele Kraftpunkte hatte. Gibt's noch einen Apfel? Nee, okay. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Nice, Son Goku dreht jetzt gerade richtig durch. Die Gegner haben keine Chance mehr. So, jetzt kommen wir wieder dahin, wo wir eben waren. Ey, verdammt, 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 verdammt. Ah, nice, ich habe die Flasche zerbrochen. Er denkt auch, wo kommen die Schläge her? So. Ich mach ein bisschen schneller diesmal. Ja, sehr gut. Weil eben haben wir da verloren. Genau das war die Stelle, die mich zum Untergang geführt hat. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass es eigentlich gut ist, dass das so passiert ist. Denn jetzt habe ich mehr Kraftpunkte. Mann, wann finde ich endlich den Endboss? Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass das so ein langes Level wird. Worüber ich mich sehr, sehr freue, ist bei diesem Let's Play. Ich habe dieses Let's Play schon mal aufgenommen. Ich hatte schon 5 Parts auf meinem Kanal, nur ich habe die Videos gelöscht aus 2 Gründen. Der erste Grund ist, mein Spielstand wurde gelöscht. Und der zweite Grund ist, die Folgen, also diese Let's Plays, hatten bei mir richtig krass geleckt gehabt. Und ich habe mich irgendwie voll gestört gefühlt gehabt, als ich mir diese Let's Plays angeschaut habe auf meinem Kanal. Und ich dachte, oh man, hier leckt es, da leckt es. Sieht echt nicht so toll aus. Oh, cool, Leute, endlich. Ah, da ist Pilau. Wer bist du? Ich bin Pilau, der Große. Du hast also unsere Dragon Balls geklaut. Ich habe sie in der Tat genommen, aber einer fehlt. Du hast den mit den 4 Sternen in der Mitte, oder? Gib ihn sofort her, sonst setz was. So jemanden wie dir gebe ich ihn bestimmt nicht. Na gut, du willst ihn also auf keinen Fall hergeben. Das wird spaßig. Dann schau dir mal meine Kraft an. Ach, was willst du denn? Ach was. Hahaha, los geht's. Ach was, so kommt ihr mir also an. 2 gegen 1 in Roboteranzug. Oder in Roboteranzügen, sag ich mal. Da ihr 2 Personen seid. Boah, wie soll ich euch denn gleichzeitig bekämpfen? Warte mal, der ist ja fast kaputt. Der ist ja fast K.O. Ey, was macht der mit mir? Wo springt der denn hin jetzt? Den kann ich ja K.O. machen. Boah, der hat geil abgewehrt. Boah, der hat richtig geil abgewehrt. Warte mal, der müsste doch gleich K.O. sein. Ey, der kann gut abwehren. Der kann wirklich super abwehren. Oder ich schlage schlecht. Boah, zur richtigen Zeit. Boah, verdammt, ey.
Wo springt der denn andauernd hin? So, ich greife nochmal an. Komm, komm, besiegen, 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 besiegen. Ja, besiegt. Besiegt, sehr schön. Gebiet klar. Nice one. Endlich haben wir diese beiden erledigt. Hey, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Und jetzt gib mir die Dragon Balls zurück. Was für ein Gas. Reingelegt. Die schlafen tief und fest. Hör auf, er hat uns einschläfern lassen. Oh nein. Und nun zeig dich Li Shenron und gewähre mir meinen Wunsch. Ich gewähre dir einen Wunsch deiner Wahl. Mache mich zum Welt. Gib mir Mädchenunterwäsche. Ich habe dir deinen Wunsch erfüllt. Lebe wohl. Mist, das wirst du noch bereuen, aber fürs Erste ziehe ich mich zurück. Du hast es geschafft, Oolong, aber die Dragon Balls sind alle erneut zerstreut. Zu dumm aber auch. Ein Jahr lang werden sie nun gewöhnliche Steine sein. Nun, dann werde ich so lange bei Muten Roshi trainieren. Tschüss allerseits. Hey, Überschallwolke. Ja, nice one. Oolong hat ja nochmal die Situation irgendwie gerade hinbekommen. Nice one, er hat sich Unterwäsche gewünscht und somit konnte Pilau sich nicht die Herrschaft wünschen. Okay, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Let's Play. Ich würde mal sagen, hier machen wir einen Cut und sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Haut rein, ciao.